Godfight. Wir leben Wrestling. Seth Rollins schießt gegen CM Punk. In einem Interview mit Sports Illustrated hat Seth Rollins gegen CM Punk gestichelt. Auf Nachfrage erklärte Rollins, warum er und Punk nicht die besten Freunde sind. Rollins bemerkte, dass er Punk zwar für manche Dinge in der Vergangenheit dankbar sei, jedoch empfinde er Punk besonders in den vergangenen Jahren als sehr egoistisch. Er schätze es nicht, dass Punk über die Jahre immer wieder schlecht über ihn und die WWE geredet hat. Von Hass würde er nicht sprechen. Jedoch könne man definitiv sagen, dass sie sich nicht mögen. Rollins hat Punk in der Vergangenheit als Krebsgeschwür bezeichnet, der bitte von WWE wegbleiben solle. Verschiedene Quellen berichten, dass die persönlichen Differenzen von Rollins und Punk nach wie vor bestehen. Dies soll eine Fehde der beiden aber nicht verhindern. Im Gegenteil, Rollins habe sich die Paarung sogar gewünscht. Das Ziel ist offenbar, durch die echte Heat der beiden ein besonders realistisch wirkendes Fädenprogramm auf die Beine zu stellen. Beef zwischen WWE und Mark Briscoe? Am Samstag veröffentlichte der X-Account WWE on Fox ein Bild von Bobby Lashley und den Street Profits mit der Caption Them Boys. Mark Briscoe reagierte sehr verärgert auf den Post. Briscoe markierte Triple H und erklärte, dass er die Verwendung dieses Slogans gegenüber seinem verstorbenen Bruder Jay und ihm als sehr respektlos empfindet. Die Briscoes waren seit vielen Jahren unter dem Slogan Them Boys bekannt. Der Post bekam viel Aufmerksamkeit und auch weitere Wrestler wie Maria Canales schlossen sich der Meinung von Briscoe an. Bisher wurde der Post noch nicht entfernt. Weitere Backstage-News zu CM Punk. Wie bereits berichtet, war CM Punk am Wochenende bei NXT Deadline vor Ort. Wie House of Wrestling vermeldet, war Punk während der ganzen Show hinter den Kulissen anwesend. Seine Stimmung sei sehr gut gewesen und er habe sich mit allen Anwesenden gut verstanden. Des Weiteren hat sich auch Jey Uso in einem Interview mit Mail Online zu CM Punk geäußert. Uso erklärte, dass er glücklich über die Rückkehr von Punk sei und gerne mit ihm zusammenarbeiten möchte. Nur eine Minderheit im Kader ist weiterhin unzufrieden über Punks Verpflichtung. NXT Superstar vor Main-Roster-Aufstieg? Wie WWE bekannt gegeben hat, wird Carmelo Hayes der finale Teilnehmer im United States Championship Tournament sein. Hayes wird am Freitag bei SmackDown auf Grayson Waller treffen. Es ist nicht auszuschließen, dass Hayes dem Main-Roster anschließend erhalten bleibt und möglicherweise zunächst sowohl bei NXT als auch bei SmackDown in den Ring steigen wird. Erster Auftritt von Dolph Ziggler bekannt. Dolph Ziggler hat auf X seinen ersten Auftritt nach seiner Entlassung von WWE verkündet. Der 43-Jährige kündigte an, am 20. Januar bei WWC in Puerto Rico anwesend zu sein und forderte Rey Gonzalez zu einem Match heraus.